Gamer-Freunde, was geht ab? Hier ist der Gabi One. Willkommen in Hogwarts Legacy Part 8. Einfach mal ein bisschen zocken und einfach was machen und Spaß haben. Alexa, Licht an! Okay. Alexa, Licht pink. Okay. Oh, Alexa, Licht grün. Okay. Ja. Okay. So. Ja, okay, jo, dann bis später. So, dann gehe ich kurz in eine Party. Yo, what's up, Leute? What's up? Egal, wie oft wird der Typ dennoch kommen, Alter. Ich glaube, das waren alle. Seid ihr unverletzt? Ich wollte zurückkehren, bevor es zu spät ist. Uns geht's gut, aber wärst du nicht rechtzeitig gekommen? Ich hab sie hergeführt, Doran. Hm. Also das Ding, was ich vorhin kaputt gemacht habe, war es doch nicht. Du Armer. Ja. Ja, leider muss ich wieder löschen, weil ich habe vergessen einfach zu verkaufen wieder. Ja, hier ist was Schönes. Dein Standby-Gerät wird gleich ausgeschaltet. Ich bin froh, das gesehen zu haben. Leute, gell, ich hab einen Fehler gemacht, gell?
Ja, habe ich Cyberpunk gekauft, aber weißt du, was für ein Cyberpunk ich gekauft habe? Ein DLC Cyberpunk. Ein was? DLC? Das Nein, Update. nicht das Hauptspiel. Nicht das Hauptspiel, das Update. Und jetzt habe ich kein Geld mehr, jetzt muss ich warten. Was musst du warten? Ich hab hier Cyberpunk gekauft, gell? Ja. Aber halt nicht. Nicht das Hauptspiel. Du bist ja dumm. Und jetzt muss ich warten, bis mein Geld kommt. Was hast du dann gekauft? DLC oder was? Ja. Du bist doch komplett behindert. Ich bin behindert. Digga, Alter, echt? Ja. Also, du schaffst auch echt alles. Wie kann man? Alter, Digga. Digga. Digga, das hat sich nicht mal einen kleinen Hermann sehen. Bleib geil. Digga, ey, hast du echt nur DLC gekauft? Was hast du dafür bezahlt jetzt? 40 €. Bist du blöd? Digga, da wäre ich doch schon stutzig. Aber ich habe ja Schau kein. ich doch dran, da steht doch definitiv doch ein Spiel. Ja, DLC. ich weiß, aber das Ding ist, also ich habe halt nie kurz das Tank ein echtes Geld bezahlt, ich habe mit Punkte bezahlt und deswegen super. Ja, aber deine Punkte hast du zum sonst ausgeben. Ja, für Weil sie welches haben hast nur, du dass sie das sicher DLC sind. geholt und das sind sie. Ja, Cyberpunk. doch. Du solltest das tun. Und jetzt muss ich warten, bis mein Geld kommt, dann kann ich Cyberpunk runterladen und Ah, dann mach habe doch ich genau. beides. Irgendwo ist doch noch hier. Da ist noch eine Truhe. Jetzt kommen hier ein Eier. Was für Eier, was für Viecher kommen hier jetzt raus, meine Damen und Herren? Revier. Was ist das? Nein. Ein Merlin, wie wunderbar. Ein Merlin, wie wunderbar. Nur wohin mit ihm? Sie brauchen noch Ja, no, no, wenn du zum Beispiel Warte. dieses Mädchen, wenn die Ihnen wird Fragen nichts stellt, geschehen. Die wegen Zentralen schulemäßig und sorgen so, dafür. Das schwöre ich. die fragt die ja solche Fragen. Danke, Doran, für deine Hilfe bei der Suche Und ich nach habe 10 deinem Fragen Einsatz. ohne Fehler gemacht, Die weil ich im Hilfe wird Internet ganz geschaut allein habe. nicht funktionieren. Die wilderen Hey, Brudi, helf mir mal Reise kurz. Der andere wartet um. Vergiss das nie. Wo muss ich hin? Aber ich freue mich Digga, schon dann morgen. speichert doch! Ihr habt heute mutig gekämpft. Erlaubt da hat uns, er euch mir zu heute belohnen. der Dings angerufen, der. Streng der mich ein bisschen an, ich habe auch gebraucht, bis ich es verstanden habe. Okay. Der Machar hat mich heute angerufen. Hat er dich angerufen? Ja, der hat gesagt, der Lada braucht momentan Urlaub, er kann nicht mehr. Ist halt auch nicht mehr der Jüngste, muss halt auch. Ja, klar. Da gibt's schon Gas, also das muss man schon sagen. Also, wenn man da durchgeht, dann ist. Boah, Digga. Die Stelle fickt deinen Kopf. Da bin ich bestimmt 20 Minuten dran gekommen, gestern. Torbogen von beiden Seiten, ja, sag's mir. Du hast einmal die. Nein! Aus Prinzip nicht! Weil es wird nicht leichter. Wenn ich dir das jetzt sag, dann soll ich dir das nächste Mal nochmal sagen, wenn es noch schwieriger wird. Du hast zwei Welten. In der einen Welt kannst du dieses Teil hin und her schieben. Mehr sage ich nicht. Ja, jetzt check ich's. Ach, auf einmal. Auf einmal. Ach, das, da ist er jetzt. Ah, okay. Ja. Habe ich schon Gott sei Dank hinter mir. Gott sei Ja, Dank. ich auch. Da bin ich Boah, das auch jetzt war so ewig schön. gehockt. Ja, ich auch. Eigentlich, und ich habe ja da Ach angefangen, wo es. so. Und ich habe genau da angefangen, wo es noch nicht ein Internet noch nicht gab, Alter. Das muss ich mal geben. Muss ich mich wieder unsichtbar machen. Das ist doch scheiße. So, meine Damen und Herren, lasst gerne ein Like da und ein Abo. Dankeschön, Leute. Ching, 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 ching. So. Wieder 500. Aber.
Das Ding ist jetzt so, ich gehe jetzt in die Map rein. Kann ich nicht in die Map rein? Doch, kann ich. Ne, kann ich nicht? Ja, krass, Digga. Warum kann ich das nicht? Ich hab doch alles. Muss ich noch was machen? Muss ich noch was tun? Kann ich hier gar kein Boot steuern oder was? Nein, kann man nicht. Muss ich da jetzt rausschwimmen oder wie? Jupp. Und dann fliegen. Da haben sie ein Bootshaus, wo du damit nichts machen kannst. Alter. Lächerlich. Hauptsache ein Besen fliegen. Ja, ich kann nichts machen. Ich muss jetzt den ganzen Weg zurücklaufen oder was? Ist doch scheiße. Das ist doch Betrug. Das Gute daran, ich habe jetzt neue Missionen, aber ich muss trotzdem hier raus. Alles finde ich so ein bisschen beknackt, weil ich muss hier raus. So ein bisschen unfair sowas. Oh, hier war ich ja auch noch nicht. Okay, ihr habt es jetzt umgestellt, gell? Ihr habt jetzt Deutsch, Englisch und Spanisch. Ist ja geil, Okay. oder? Cool. Ist geil. Ja, ich würde ja Deutsch und Allgäuerisch reinhauen, aber die Sprache gibt es nicht zum Auswählen. Gibt's nicht Allgäuerisch? Nein, Mann. Oberstdorferisch, soweit ich Bayern. weiß. Bayern musst du machen wahrscheinlich. Digga, das ist nicht Bayern, diese Sprache. Hallo. Hey, was soll das? Eine weibliche Katze brauche ich. Hallo? Hier, das ist eine weibliche Katze. Nice, eine weibliche Katze, meine Damen und Herren, habe ich jetzt gefangen. Jetzt habe ich ein Männchen und ein Weibchen, dann können die gegenseitig Knucki Knucki machen. Ah, jetzt wird es noch trickiger. What the fuck? Meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Hast du es aufgegeben oder was, Digga? Was ist los mit Nee, dir? aber ich muss meinen Hund hochholen, du Vogel. Ach, Digga. Ja, Digga, übernimm du erstmal wieder Verantwortung für ein anderes Lebewesen, außer für dich selber. Digga, ich habe jahrelange Lebewesen gehabt und ich habe Fische, Ja. ja? Nicht vergessen. Warum sind sie alle gestorben? Alt geworden, mein Freund. Alt Wie geworden. lange leben deine Fische noch? Schauen wir mal. Ich rede von Hunden und Katzen, die sind alt geworden, ja, sie Ja, bittet sich. also, dann weißt du auch, dass der raus muss. Und das Ja. Für dich ist Was? halt nur das Leben, für mich ist halt auch Leben draußen. Der kennt kein anderes Leben. Ja, ich kenne kein anderes Leben, kenne mehr Leben als ihr. Nee, das glaube ich Bin nicht. älter Du, als ihr warum und haust du denn fertig. immer solche Dinger raus? Was ausrauen, Du was? warst 7 Stunden alleine in der Du lebst Wohnung. in so einer Glitzerwelt, du Schau mal, der war jetzt 7 Stunden alleine in der Wohnung. Ja, also. Ja, und jetzt muss ich ihn hochholen. Der muss pinkeln, der muss scheißen oder soll ihn schnell zu dir fahren, dass er bei dir in die Wohnung macht. Ich würde einfach Scheiße vom Charlie sammeln und das nächste Mal, wenn wir beim Kai sind, schmier ich uns ins Gesicht. Dieses Ganz Schloss einfach. verbirgt allerhand Geheimnisse.
Weißt, ich sag nur mal nichts, ich hau da nicht solche Dinge raus wie die anderen beiden, aber Kai, manchmal bettelst du drum. Weißt, ich sag, ich muss meinen Hund nach 7 Stunden holen und du sagst, ach! Danke, Scheiße nehmen wir ins Gesicht werfen. Nö, ich hab halt verstanden, du musst du hier speichern und gehst raus. Ist die Scheiße noch weg. So, bis der kaputt ist. Bis er wirklich, ich schaff's echt. Aufgabe, das wäre der Arrest im Moment. Also, warum krieg ich den Strich jetzt nicht? Ihr kriegt den Strich nicht. Warum? Ich finde die tropfenden Höhlen. Ja, komm. Das ist doch scheiße. Und wo ist das? Weltkarte. Oh, das ist doch kacke, Digga. Digga, die haben den Spiel jetzt so am Arsch gemacht, dass ich nicht mal einen Stich bekommen habe. Das heißt, dass ich später nochmal dahin muss. Gut, Nenner, ich bin raus. Komm später wieder. Oder bis morgen, aber ich denke eher bis morgen. Warum? Ist die Banane gekommen? Darum. Also, bis dann. Ciao. Jo. Aber so möchte eine Party beginnen. Tja, jetzt muss ich wieder abwarten, bis morgen mein Geld drauf ist. Nice! Super. Oh ja. Ich finde die tropfenden Höhlen. Er hat erwähnt, dass die Höhlen im See westlich des Bootshauses von Hogwarts. Okay. Westlich. Ja, morgen Kaffee Pflanzen, Freitag Kaffee Pflanzen, was zum Essen für die Fische. Hier ist einer der Altäre, die Professor Schaar erwähnt hat. Na, ich muss neue Pflanzen kaufen, weil die Fische haben die wieder weggegessen. Also, ja. Jo, bis später. Wieso kann ich denn nicht landen? Digga, habe ich Spielfehler oder was, Digga? Das kotzt mich so an. Jetzt, Digga, das ist doch lächerlich, Leute. Ist ja so lächerliches Spiel wieder, ey. So überall Spielfehler die ganze Zeit. Oh, da bin ich noch gar nicht fertig. Oha, wo bin denn ich? Was, bei einer Spinne gibt es eine Höhle? Nee. Nee. Also wenn da eine Höhle gibt, dann frisst mir einen Besen, Digga. Weil ich habe keine gefunden, deswegen bin ich herumgelaufen wie so ein Vollidiot. Und ich laufe noch mal hin wie so ein Vollidiot. Wieder hoch. Gut, dass ich hier nie eingesperrt war. Rebellion. Ja, aber eigentlich muss ja ein Zeichen gesetzt werden, dass ich schon hier schon war. Ich kann das Spiel, glaube ich, nicht so Ende spielen, glaube ich. Oh.
So, schauen wir mal. Dann lassen wir mal die Mission weiter zu Ende bringen. Ah. Jetzt, mein Gott. Halt den nicht. Ich habe das Wappen zu Marmadukes Sarkophag zurückgebracht, genau wie du es wolltest. Das dachte ich mir. Das St. Mungo Hospital hat mir schon gesagt, dass die Füße meines Bruders wieder normal aussehen. Oh, ich bin dir unendlich dankbar. Ich hoffe, es hat nicht zu viel Mühe gemacht. Oh, ganz schnell. Ich bin auf einen Troll gestoßen. Ein Troll? Oh, tut mir so leid. Wie furchtbar. Seit Jahrhunderten war niemand mehr in der Gruft. Aber das Wunder. William und ich stehen. Danke nochmal für deine Hilfe. Ja, was bekomme ich jetzt? Okay. So, ja, Leute, es ist einfach so, dass man einfach Missionen machen müsst. Und wenn man keine Missionen macht, dann kommt man nicht weiter. Ganz ehrlich, ihr könnt sagen, was ihr wollt, so ist das Leben. Hat am Tag des Trollangriffs in Hogsmeade seine Historia Cricket? Kommt drauf an. So schlimm ist er nicht, oder? Er spioniert doch eh nur die Schüler. So schlimm ist er nicht, oder? Mit dir zu reden. Das war's, oder? Digi. Also. Ich schaue mal, ob ich meinen Stab. Einen anderen Stab kriegen könnte, aber ich denke mal nicht. Weil ich habe ja so einen heftigen Stab bekommen, aber man kriegt nur einen Stab für einmalig. Das ist unfair. Kannst sagen, was du willst, weil. Oh, wie schön, Sie hier wiederzusehen. Penny wünscht Ihnen eine sichere Reise. Aber das Ding ist ja so, ich habe ja meinen eigenen Markt bei den Hotbots, aber warum kriege ich keine Kohle von Hotbots? Das heißt, sie klauen jedes Mal meine Sachen, mein Geld. Ist doch unfair, sowas. Was, du kriegst kein. Du hast einen eigenen Laden, aber kriegst kein Geld. Nein. Das bringt dir dann der Laden gar nichts. Nein, aber nein. Ja, doch. Nix bringt mir den Laden. Ja, also habe ich doch recht. Dein Laden bringt halt nur, dass du die Missionen fertig machst. Das bringt der Laden. Okay. Auch nicht schlecht. Na, hätten die es. Ja. Ach du Scheiße, das schaut ja geil aus. Die Mission machen wir. Nee, den will ich weitermachen, den da. Das kann man später auch noch machen. Machen wir erstmal den hier. Dann habe ich es hinter mir. Und wieder ganz weit draußen, Digga. Was? Jesus Christ. Leute, wenn Sie Fragen habt, einfach reinschreiben und was fragen. Ich bin für alles offen.
Lumos. Revelio. So, schauen wir mal. Also, das Spiel kann ich so ein bisschen was erzählen, das ist schon okay. Da kommt ja ein Update, Weihnachtsupdate und hast es nicht gesehen. Aber Spielfehler rauszumachen, das finde ich nicht okay, dass sie das nicht machen. Ist vielleicht ein Update weniger oder mehr, das ist scheißegal. Also. Lumos. AQ, Radio Belriusa. Hä, was soll das? Hä? Warum geht er weg? Warum verschwindet er? Da bin ich nicht sprachlos, Digga. Da bin ich nicht sprachlos. Warum verschwindet er? Vielleicht muss ich so machen. Was? Ich bin doch da. So Blödsinn, Leute. Ist ja so ein Blödsinn, ey. Hallo Mora. Hallo Mora. Ja, Digga, warum laufst du denn so langsam? Da kommt doch keiner. Und geschafft. So, das ist ja wieder mal genial passiert. Da sind so viele Sachen, was du machen musst. Und es ist halt klar, man, das spielt halt mit viel Zeit und alles. Aber niemals aufgeben, Leute. Immer weitermachen. Bis an die Endlichkeit. So, einfach dunkel machen. Draufdrücken. Diesen Astronomiealtar muss ich bei Dunkelheit verwenden. Ja, das weiß ich doch. So, noch einmal, weil wahrscheinlich war es zu hell und dann war es Mittag und jetzt ist es wahrscheinlich bestimmt schon mal hier. Dunkel. Ist jetzt dunkel, ja. Jetzt muss es funktionieren. Genau, jetzt hat. Nice. Die Wasserschlange, meine Damen und Herren. Was ist hier der hier? Ah, guck mal hier, ein Ork.
Du nimmst einfach den hier. Und dann machst du so. Und tot ist er. Du musst nicht mehr wieder kämpfen, einfach schnell das abgeben und fertig. So, also wir haben echt miteinander viel geschafft. Ja, wie kommen wir jetzt da hoch? Ich muss hier rein. Ja, ganz normal mit Besen. Ah, okay. Easy. Was? Das war gar nicht so schwer. Okay, und was ist mit dem hier? Ach, hier. Ah, okay. Na dann. Ups. Also ich war gestern im Kino und im Film kann ich so olala sagen. Der Schokoladenmann. Okay. Willy Wonka, Willy Wonka, genau. Und ich bin halt ein Fan von Willy Wonka natürlich, von das Originale natürlich, klar. Aber das Problem ist halt, es hat mir nicht so gefallen, so richtig. Weil es war mir zu kindlich, zu sehr kindlich. Ja, ich kann es verstehen, ich war früher auch ein Kind und so. Darüber brauchen wir nicht diskutieren oder sowas, aber als Kind war ich ja früher auch und viele Kinderfilme, Sachen, war, kann man so nennen, dass es einfach zu heftig kindisch war, meine Meinung. Und man vergisst ja eigentlich nicht, als wie du als Kind früher warst, sowas vergisst man nicht. Und für mich war es zu kindisch. So eine super Story und alles super gut, aber viel zu kindisch. Wie viel Toten muss ich dann töten? Hab ich schon fertig, oder? Ja, habe ich fertig. Dann nehme ich den hier und tschüss. Ja, ich schaue immer noch Kinderfilme an. Und jetzt hat sie damit Probleme, ja? Ich schaue gerne Animes an und ab und zu mal Kinderfilme. Ganz einfach. Ich schaue auch Dokumentarfilme an, so wie die Erwachsenen. Dokumentarfilme an. So. Und Checkerballer. Digga, echt jetzt?
Und ich spiele ja nicht nur Hot Wheels, Leute. Ich spiele auch andere Spiele, ja. Call of Duty. Bald kommt GTA 6 raus. Irgendwann einmal in 1000 Jahren. Und ich wollte ja eigentlich Cyberpunk live gehen mit Cyberpunk. Aber ich habe halt das DLC gekauft statt das Spiel selber. Das habe ich 40 Euro verballert. Ja, wirklich verballert. Ja, so ist das, wenn man nicht lesen kann. Wenn man nicht. Ich kann schon lesen, aber ich habe halt nicht gelesen. Ich habe halt einfach. Blöd einfach. Habe halt gekauft ohne lesen, kann man so nennen. Hä, geht die Scheiße nicht kaputt? Hallo Homura. Hallo Homura. Oh, ich freue mich schon morgen wieder zu arbeiten zu gehen. Wurde aber auch Zeit. Gott sei Dank. Ganz ruhig. Ich bin ja da. Was? Diese Tür. Ach, hoch muss ich, glaube. Dann gehen wir. Wo haben Sie mich hingebracht? Es ist stockduster hier. Das werde ich nicht dulden. Revelio. So, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. So, wie mache ich das? Das verstehe ich halt nicht. Muss ich irgendwas machen? So, gucken wir mal. Muss ich irgendwas da reinlegen? Ich bin überfragt, meine Damen und Herren. Deswegen guck ich mal. Das ist irgendwas ist. Ach hier. So, dann nehme ich mal den hier und den hier und den hier zu gucken. Nein. Auch nicht und auch nicht. Okay. Ah, okay, dann nehme ich den. Den hier und den hier. Ich weiß es halt nicht, deswegen probiere es mal aus. Ja. Wingardium Leviosa. Ich bin ziemlich. Das brauche ich nicht nehmen. Das unten brauche ich auch nicht nehmen. Das brauche ich auch nicht. Das gucke ich noch einmal. Das brauche ich auch nicht. Vielleicht Feuer, aber das weiß ich nicht. Aber probieren, studieren. So, das heißt, dann tue ich das hier machen. Dann mache ich das hier. Und das hier. Leute, ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Null Ahnung.
Hast du eine Ahnung, Thompson? Ich schau gar nicht bei dir Schriftplatz. Aber ich schau schon, wie bin ich drin, aber keine Ahnung. Hab ich noch nicht gehabt. Okay. Boah, Digga, irgendein Zauber bestimmt da rein. Also ja. Die Dinger kenne ich, aber ich hab's selber nicht gelöst. In Zentrum! Wir können es! Dann ist es halt so. Dann machen wir es nächstes Mal. Dann ist es halt so. Muss ich da... Vielleicht muss ich... Nicht immer gleich schnell aufgeben hier. Leviosa! Arresto Momento! Lazio! Leviosa! Arresto Momento! Muss ich da irgendwas reinballern oder sowas? Vielleicht irgendwo hier? Vielleicht... Lumos? Ah, scheiße. Ich komm gleich so durcheinander. Digga, was mach ich denn? Lumos? Wo ist Lumos? Ja, dann mach ich den so hin. Lumos. Okay, dann tue ich den versuchen mal da rein zu machen. Yes! Yes! Niemals aufgeben, Leute. Niemals aufgeben und weitermachen. Hat halt ein bisschen länger gedauert. Aber dafür. Wieso? Jetzt müssen wir nur noch gucken, wo noch eins ist. Nice. Richtig geil, Leute. Richtig nice. Da wäre selbst Merlin stolz. Yes! Yes, we can! Problem ist halt das, du bist jetzt hier. Und das Problem ist, es wird dir nicht angezeigt, ob du es schon durch hast oder nicht. Das finde ich ein bisschen ganz blöd gemacht. Dankeschön. Aber wenn ich gleich da bin, dann kann man das ja zu Ende bringen. Richtig geil, Leute. Und ja. Aber wir machen natürlich weiter. Nicht mein Auftrag. Sonst wäre ich nie fertig. Wo ist die Scheiße?
noch bereuen, mich hier mit Ihrem unhygienischen Zeug versauern zu lassen. Lassen Sie mich raus! Hä? Ich muss doch sehr bitten. Das ist kein Ort für gehobene Gesellschaft. Nicht mit allen. Oh! Endlich! Zurück an meiner Wand und engelsgleicher denn je. Na bitte, willkommen zurück. Normalerweise spreche ich keinen Dank aus. Das hat so etwas Dienstbeflissenes. Doch ich denke, diesmal ist es angebracht. Als Zeichen meines guten Willens halte ich Ihre Missetaten, die mir zu Ohren kommen. Und das sind viele, aus den Berichten an den Schulleiter heraus. Nun, fahrt mit Ihnen. Ich kann mich nicht beim Plaudern mit Schülern sehen lassen. Husch, husch. Husch, husch. Keine Sorge, liebe Freunde, ich bin zurück. Super Geilomatico. Nice. Das Problem, das kann ich noch nicht machen, den hier. Ich baue Level 34. Machen wir den hier jetzt. Ah, genau dich wollte ich sehen. Dorin hat dich also endlich überzeugt, die Schnatzer zurückzulassen. Wenn jemand sie vor den Wilderern beschützen kann, dann die Zentauren. Ich wollte dir danken, hoy soy que habéis avisado de que este maravilloso día hoy toca dos directitos. Primero la morada, soy Alba 95, así que espero veros por allí. Y luego, pues en la morada diré a qué hora empiezo en Facebook, así que no lo perdáis, ¿vale? Un besito y nos vemos. Hasta ahora. Oh man. Natürlich. So etwas tun Freunde doch füreinander, oder? Das stimmt wohl. Gut, dass du nach Hogwarts gekommen bist. Es ist jetzt schon mein bestes Jahr. Ich will natürlich keine zweite Hornschwanzhalle, aber die drei Besen haben mir gefallen. Ich wusste gar nicht, wie hübsch es dort ist. Was, du warst noch nie in den drei Besen? Ich habe früher viel Zeit mit Wolkenschwinge verbracht. Und wer weiß, was Sirona davon hält, wenn ein Hippogreif... Wolkenschwinge ist... Da spricht nichts da. Es war mir eine Freude. Wir sollten uns bald mal auf ein Butterbier treffen. Vielleicht ein Butterbier. Bäh. Ah. Tieres gute Freunde, meine Damen und Herren, habe ich bekommen. Wieso funktioniert das nicht? Er hat ja gar keine Waffe. Hallo Loki. Ja, funktioniert schon, aber funktioniert halt nicht immer, weil du musst halt warten, bis es nicht verbraucht ist. Wo ist das Buch? Habe ich ein Buch so weggekickt, dass er nicht mehr da ist, oder was? Also hier. Ja, ja. Ist okay. Ich muss mal kurz eine. So, kleine Missionen. Schauen wir mal. Hier ist zum Beispiel einer. Den nehmen wir jetzt. Runterzunehmen.
Verzeihung, ist alles in Ordnung? Nein, ganz und gar nicht. Es waren nur noch zwei Glocken. Nein, ganz und gar nicht. Sie musste ja alles verderben. Ich kann dir nicht ganz folgen. Wer ruiniert alles? Und welche Glocken? Professor Black hat Master Moon befohlen, die Glocken im Glockenturm abzunehmen. Vielleicht kann ich bei... So, mich in Ruhe lassen. Ich schätze mal, die Glocken sind im Glockenturm. Ja, natürlich sind die Glocken im Glockenturm. Boah, das nervt mich total hier, das hier. Tut mir leid, Leute, ich muss es jedes Mal eingeben, jedes Mal. Manchmal ist es schon echt nervig, aber das kriegen wir alle schon hin. So. Ich hab keinen Bock außen rum zu gehen. Also. Die Glocken müssen oben sein. Aber bevor ich die Glocken mache, dann gucke ich so erstmal hier rum. Dann kannst du immer Sachen irgendwas verstecken oder sowas. Aber, ja, so schaut es halt nicht so aus, gell, Leute. Da ist nix. Da wird einer krank, okay. Das ist das. Hallo Homura. Ah nein. Ah, jetzt komm. Nice. I like it. Ah, da ist eine Tür. Revelio. Ach hier. Regalio Veriosa. Genügend Malvenkraut, okay. Krass. Ah, gefunden. Irgendwie muss ich die da hochbekommen. Vielleicht mit Wingardium Leviosa? So. Nein! Wingardium Leviosa. Ach, die Kugeln, die habe ich ja da hinten gesehen. Ach, hier. Digga, meine Glocke ist voll weit runter. Digga, echt jetzt? Heute ist bestimmt ganz oben, oder?
Reveli. So. Da ist das dritte. Und sollte das jetzt auch passen. Irgendwo muss noch eine Glocke liegen. Da. Aber sag mir halt nicht wo, du, ganz ehrlich. Hier unten. Checkst nicht. Ah, da. Was steckst du hier, ey? Was soll das? Hey. Komm her. Oh. Nice. Und jetzt? Das war nicht so schwer. Evangeline sollte erfreut sein. Im Gegensatz zu Black. Ja. Ah, ist gemütlich, wir zurücklaufen. Da reinlaufen. Die Glocken hängen wieder, Evangeline. Du machst der Schule alle Ehre. Ich kann es kaum erwarten, sie zu hören. Und dass der Schulleiter sie hört. Ich will gern sein Gesicht sehen. Künftige Generationen wissen deine Tat vielleicht nicht zu schätzen, aber ich schon. Und ich hoffe, du auch. Klar. Du weißt ja nicht, wie viel das bedeutet. Mir und Hogwarts. Abgeschlossen. Nice, meine Damen und Herren. Das dauert so ewig, bis es weitergeht. Boah, Digga. Mhm. Ich brauche Level 34, bis ich so nächste richtige Mission anfangen kann. Werden dich nun für immer als treuen Verbündeten. Hallo Grace, was machst du hier? Schön dich zu sehen. Danke nochmal für deine Hilfe am See. Ich bin ziemlich gut im Akio-Duell und warte auf meinen nächsten Gegner. Ich nehme an, das bist du. Sieht so aus. Klar. Fangen wir an. Ja. Ich bin bereit. Mal sehen, was in dir steckt. Ich bin bereit. Okay. Die Frau fängt vielleicht an. So. Das hast du nicht gesehen. Ach.
hier. Ein bemerkenswerter Treffer. Boah. Weh, machst es mir kaputt. Ja, bist du. Aber heftig besiegt. Gut gemacht. Tauchen, Akio-Duelle. Es gibt wohl nichts, das du nicht kannst. Das war leicht. Das war doch gar nichts. Du bist wirklich unerträglich. Mich hast du geschlagen. Aber dein nächster Gegner wird dich schon zurechtstutzen. Und ich freue mich darauf. Oh, du Scheiße. Wenn ich einen Fehler sage... Irgendwas, was die Frauen nicht wollen, dann würden die böse zu mir oder was. Krass. Da muss ich echt aufpassen, was ich rede, du, ganz ehrlich. Aber ich bin ja böse. Ich möchte ja böse werden, deswegen. So, das ist fertig. Das ist auch fertig. Handbuchzeichen, hier sind überall Handbuchzeichen, Sammlung, einmal eine Truhe. Uff, Leute, so viel noch hinter mir. Aber das kann man alles später auch noch machen. Guck mal hier unten, Digga. Machen wir mal den hier. Ups. Hier ist nix. So Leute, die wo mich noch nicht abonniert haben, können gerne mich abonnieren, würde mich super freuen. Man kommt immer wieder lustige Spielzeiten. Miteinander zusammenzocken. So, los geht's. Weil das da hat eine IV, das hat eine 1, passt, und der hat ne 3. Okay. 1. Nice! Wow! Hast du geschaut, ob was drin ist? Ich geh jetzt rein. Ja, hast du mal. Hallo? Jetzt hat. Schauen wir mal. Hier, da warst du doch schon links. Ich ne. Nicht? Nee, zum ersten Mal. Okay. Deswegen habe ich mich gefreut, weil ich zum ersten Mal gepackt habe.
Aber da wird mir ja immer noch was angezeigt. Ah, hier. Nice, da brauche ich nicht mehr runter. Das ist schon mal cool. Das ist schon mal fertig. Wie ich lange gebraucht habe, um das herauszufinden, laufe ich her, gucke auf den Boden, sage ich, was, da ist doch alles beschriftet. Geil. Revelio. Ich sollte mich mit Dianthuskraut beschäftigen, aber ich müsste trotzdem schwimmen. Revelio. Contrinto. Du schwimmen? Wo denkst du hin? Was? Du bist... Wir sind uns erst... Ja, natürlich. Ebenso. Du interessierst dich? Das tue... Beeindruckend. Was du alles sehen wirst. Avada. Eines Tages werde ich es selbst erleben. Das weiß ich einfach. Sieh mal an. Haben die Wassermenschen Nerida wirklich ein Artefakt hinterlassen? Lumos. Accio. Legioso. Contrinto. Legioso. Lu. So. Du musst jetzt mit mir mitkommen. Legioso. Jetzt fehlt nur noch der Rest von euch. Lumos. Oh, zwar kann ich nicht nehmen, schade. Legioso. Lumos. Was haben wir hier? Nerida wird sich darüber freuen. Das Geschenk von den Wassermenschen war wirklich leicht zu... Schön, dass wir gesunde Diplomaten... Geschafft! Ich muss das unbedingt untersuchen. Wie sind da viele Katzen? So, nächste Mission.
Bevor ich weitermache, da gehe ich zuerst mal zurück. Donkey muss auch bald kommen. Okay, gut. Wird mal langsam krank. Ja, ich hoffe es mal nicht. Lass es auf jeden Fall mal zu. Ja, dann darfst du das, wenn du so hoch machst, nicht runterschlucken. Also, nee, ich spuck das mal aus. Ja. Und eigentlich nicht hochschneuzen, eigentlich rausschneuzen. Ich weiß schon. Geschafft. Geschafft, oh. So, weiter geht's. Oh, was habe ich denn da Schönes bekommen? So, jetzt habe ich wieder so einen Mundstein gefunden. Ich hoffe, ich kann den aufheben. Ja.
Endlich habe ich den fertig. Das ist schon mal ein nicer Dicer, weil so kann ich. Kann ich den hier da hinmachen? Und irgendwas anderes. Und hier. Dann kann ich das hier ändern und durch. Super. Ah, schön, 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 schön. Desde el inicio, ¿verdad? Oh, casi. Oh. Hallo, bist du fürs Akio-Duell hier? Ja. Hey, erwarte ich hier nicht so viel Glück wie in den gekreuzten Stäben. Apropos, willst du eine Runde verlieren? Spielen? Oh Mann. Ja, natürlich, ja. Möge der beste muss es ja machen. Akio! Genau wie geplant. Oh, da soll mich doch ein Billywig stechen. Das schaffe ich nie. Akio! Hey! Hey! Die schummelt! Zigarette. Welch Eleganz. Raffiniert. Akio. La 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 la. Kennst du das noch? Hm, ja. Klar. Genau wie geplant. La 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 la. I can rock you, baby. Ah, bist du fest? Fuck. Unentschieden. Welch Eleganz. Raffiniert. Du hast mich fast geschlagen. Ich dich aber auch. Ja, Gleichstand. Komm mal hinne. Das war Pech. Auf jeden Fall. Das heißt ja Pech. Du.
Punkte. Jetzt. Alter, zum Glück, ich hoffe, nächste Woche wird schon besseres Wetter, weil das war ja die Woche Katastrophe. Genau wie geplant. Wir hatten zwar heute Glück, aber leider. Ständig nach der Schule. Scheiße, schon wieder rausgeflogen. Genau wie geplant. Welch Eleganz. Die kann ja nicht mal einen Neustart machen oder sowas. Wegen was denn? Ja, ich tu gerade so Zauberduell machen. Ah, und sie mit gewinnt. Ja, ja. Sie gewinnt, weil ich Scheiße gebaut habe. Welch Eleganz. Oder bist du einfach nur schlecht? Hab ich nicht gesagt, ich Nein. liebe Konkurrenz? Sicher. Klingt gut. Sicher? Yes. Okay. Beweis es mir. Das war Pech. Ja, ja. Lust auf... Ich seh nicht. Auf jeden Fall. Ich gebe noch nicht auf. Das höre ich gern. So. Jetzt komm mal hin. Genau wie geplant. Genau wie geplant. Nette Technik. Genau wie geplant. Das merke ich mir. Genau wie geplant. Wo zum Geier sind eigentlich meine Hausschuhe schon wieder? Nette Technik. Oh, das war schon. Du bist gut. Yes! Applaus, Applaus. Vielen Trank für die Blumen. Trophäe. Wo hast du gelernt, brauche jede Art von Zaubertrank. Okay, cool. Boah, jetzt muss ich es runterschlucken. Scheiße, ich habe kein Tempo dabei. Reine Intuition. Eine natürliche Begabung. Das ist auch meine Strategie. Cool. Ich schätze, sehr weit kommt man dann. Ja, Ruhe jetzt. Kannst du mich mal? Ja, nicht du, die Frau. Kann ich so, weitermachen? Dann gehen wir doch mal wieder Weltkarte. Dahin. Nein, ich muss das hier rein. So, oh. So, schlafen gehen. Einfach für die nächste Mission, Leute. So. Und jetzt? Bitte dich. Dass es funktioniert. Und jetzt bleibe ich hängen. Nein! 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 Es ist doch unfair sowas, Digga. Jetzt muss ich wieder in die Map rein. Und mich teleportieren lassen. Das ist doch unnormal. Das Spiel ist einfach nur unnormal.
Na du Muggel, wie geht's? Hey Killer HD, grüß dich, alles klar bei dir? Wie geht's, wie steht's? Na du Muggel, wie geht's? Dachte am Abend Code oder Fortnite? Ja, jetzt noch nicht, später. Wir haben ja noch nicht Abend. Na gut. So, ihr habt keine Missionen mehr, oder was? Avada Kedavra. So, das Problem, ich bin... @killer_aha hat 0 Coins und hat Platz 1/0 auf der Besten-Liste. Ich hab so, noch gar nichts hier. Ich hab noch... Avada Kedavra Stream Elements. Außerhalb Missionen muss ich gucken. Verpiss, geh ich dahin. Ich bin Code, bis später. Jo, bis später. Ich suche Missionen, Leute. Und ich finde gerade keine. Ah, hier, siehst du. Ich hab schon eins gefunden. Olari, Olaro. Ich sollte doch treffen. Reveli. Komm, trink! Kann ich Ihnen bei etwas behilflich sein? So. Es tut mir... Okay. Wo könnte diese Akromantula-Höhle sein? Was war da los? Ah, da ist eine Leiter, die habe ich gar gesehen. Die Hobby gar gesehen. Die Weihnachtsbäckerei. So. Hex, Hex. Muss irgendwo in diesem Labyrinth sein. Was hier wohl noch drin ist. Reveli.
gerade. Geh hin. Expelliarm. Also es gibt sehr, sehr wenig Spinnen. Ah, so funktioniert es also. Zwei Schenkel und ein Brust, weil da waren Brust mit drin. Danke. Das ist halt kaputt gegangen. Ja, Messer, danke. Ah, so ein Krass, dass alles von der Spinne ist, Alter. Nice. Das ist also der Flüchtige. Jetzt muss ich das Erbstück für Milo's. Nice. Ja, wo ist das? Ja, wo ist jetzt dieses Erbstück? Ist doch scheiße. Das ist doch blöd. Ah, hier wahrscheinlich. Ja, genau hier. Ich
muss Mr. Adley dieses Erbstück bringen. Kommt ihr denn noch eigentlich dennoch Spinnen oder was? Ich brauche Spinnen hier. Ja, das kann ich später auch noch machen. Der Sieg kam keine Sekunde zu früh. Ach scheiße. Ah. So. Und dann Teleportations. Ah, Sie sehen gar nicht so schlimm aus. Haben Sie die Höhle des Mr. Adley, ich habe die Taschenuhr, die Milo bei sich trug. Bei Merlins Bad. Wie haben Sie... Ich will es gar nicht wissen. Eigentlich das will ich nie wieder an diese Akromantula denken. Ich danke Ihnen. Merlins Bad. Vielen Dank. Wie schön, dass... Was verkaufen Sie hier? Milo kann nun in Frieden ruhen. Seine Wünsche wurden erfüllt und seine Tochter hat etwas, das sie an ihn erinnert. Ah, ich fülle immer gern meine Vorräte auf. War mir ein Vergnügen. So, jetzt machen wir die nächste Mission. Machen wir gleich die obere, dann muss ich nicht so weit gehen. Ich muss halt gehen, muss getan werden, Leute, muss getan Pflanze werden. Und Ernte plus Gras, wir schaffen alle drei Kampfpflanzen von dieser Zeit vor. Hallo? Aus diesem Brunnen kommt eine Stimme. Können Sie mir helfen? Ist da unten irgendjemand? Da unten? Wie bitte? Ich bin hier. Hier ist überhaupt niemand außer mir. Irgendein gedankenloser Narr hat ein Stück Pergament in mich geworfen. Und es steckt fest. Könnten Sie es bitte nehmen? Scheint eine Art Karte zu sein. Ah. Danke. Komm, trink. Bombarde. Achso, also wir so kleine Nebenmissionen. Aber dafür habe ich jetzt keine Zeit. Probier mal das doch mal. Thank you.
Hallo? Hast du Zeit, mir bei einer dringenden Lieferung? Sie klingen, als könnten Sie Hilfe gebrauchen. Gute Idee. Was? Feldcroft wird garantiert viel sicherer sein, wenn es von diesem chinesischen Kaukohl verteidigt wird. Klingt nach Ärger in Feldcroft. Vielleicht sollte ich helfen. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Revelio! Die Kiste mit chinesischem Kaukohl muss irgendwo hier im Lager sein. Hallo, Homura. Eine Kiste habe ich. Fehlt nur noch die zweite. Revelio. Contringo! Bombarde! Contringo! Bombarde! Ins Händen. Leviosa. Tag hier. Ah, ein Toter. Eindringling. Ist jetzt verstehe ich, warum Feldcroft. Renrocks Anhänger verstecken sich alles nahe Feldcroft. Alles klar. Ich kann den chinesischen Kaukohl haben. Bombard,
Das sind alle Kisten mit chinesischem Kaukohl. Ich sollte Mr. Thistlewoods Freund in Feldcroft aufsuchen. Hallo, haben Sie die spezielle Lieferung? Hallo, Mr. NDI. Eddie Thistlewood. Ja? Ja. Endlich etwas Verstärkung. Hoffentlich reicht das gegen die Kobolde. Schauen Sie doch gerne jederzeit wieder vorbei. Revelio. Alohomora. Was haben wir denn hier? Ein Dennigeis. Wo? Servus. Jakob, Christi, Servus. Wie geht's dir? Wo ist der Geist? Alles klar bei dir, Jakob? Hallo. Hey Donkey, Christi. Mir geht's gut und dir? Du ja, super. Danke der Nachfrage, alles gut. Ja, morgen wieder arbeiten, Urlaub vorbei. Und krank sein vor allem vorbei. Ja, Schmetzen ist noch da. Alter, du bist so ein Heuchler-Kollege. Nope. Mr. Oh, President. Geier ist das. So, nächsten, ich muss leider Aufträge machen. Das ist halt vielleicht ein bisschen langweilig für euch. Aber ich muss es machen. Sonst bekomme ich mein 34. Level nicht. Und Jakob, wie war deine Arbeit? Das muss zu etwas groß. Verzeihung, Madam. Haben Sie gerade etwas gesagt? Ja, in der Tat. Ich spreche wieder. Madam. Ein Uhr. Ich. Ja. Wie geht die Bälle hier? Wahrscheinlich ich nicht. Ich sollte nach der Statue sehen, die Madame Twiddle erwähnt hat. Ja, moin. Ja, grüß dich. Grüß dich. Ich hab dich auch mal wieder. Ja, der logisch. Der Mikrofon. Ja, warum was nicht? Was denn bei uns eins? Was denn bei uns, ja? Mein Mikrofon. Nix. Ja, moin, meine Freunde. Ich bin der Donkey. Wir starten direkt wieder rein in Hogwarts Legacy. Donkey. Mit am Start ist Nono und der gute KP-Punkt. Ich geb dir gleich keinen KP-Punkt, Alter. Was? Kein Planpunkt oder was? Ja, genau. Ah. Ja, und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben, ne? Ganz fix.
Digga, ich bin bei der scheiß Transe, Mann. Es sind nicht mehr viele, was? LGBTQ Plus, ja, hier. Yeah. LGBTQ. Ja. Endlich bist du da, hey. Der Kai hat gestern was gesagt. Ja, was denn? Ja, mit einem Gaming-Podcast. Ist das richtig? Dass da mal was erwähnt worden ist zwischen euch beiden. Ich habe es gleich geschafft. Nur noch eine Vase. Boah, also dann halt offen. Okay. Ja, hat er gestern gesagt? Er hat mit dir gequatscht darüber. Ja, also Digga, es geht ja nur um Folgendes, dass wir nicht, so hab's ich dich jetzt verstanden, ihr dürft mich natürlich gerne verbessern. Er will ja nicht einen Podcast im herkömmlichen Sinne starten über Gaming. Ja, er ja. Er möchte nur während dem Zocken, wenn wir in der Party sind, paar Themen ansprechen, Stream für Stream, wo man über Sachen quatscht, damit das Stream interessanter ist. Und dafür hat er gemeint, so habe ich es verstanden, möchte er halt, dass sich jeder ein, zwei Sachen aufschreibt oder was, über die man dann im Stream quatschen kann. Okay, finde ich okay, finde ich cool, geile Idee, aber ich würde das an den Sonntag an. Was? Dass man da einen Tag nimmt. Und das macht, das, keine Ahnung, da sucht man sich ein Spiel aus, daddelt das, quatscht die Themen durch, was derjenige vorgeschlagen hat. Und das dann als, keine Ahnung, Podcast-Folge, wie auch immer. Hochladen. Boah, also, da würde ich noch schon ein paar von euch. Alter, ich bin am Kämpfen deswegen. Ich bin hier gerade am Saufen. Okay. Apropos Sauf. Alter, ich hab heute einen Kasten Bier gekriegt. Ja, eigentlich ist ja egal welches Spiel. Man zockt einfach nur zocken. Es geht nicht um Spiel. Natürlich. Egal welches Spiel, Digga. Ja, also. Sag ich ja, es geht nicht um Spiel. Ja. Du sagst dann, nee. Ja. Also, bei mir hat es letztes Mal so funktioniert. Und habe 5 Zuschauer gehabt. War permanent 5 Stunden lang. Einfach so ein Themen ausbuchen und darüber quatschen. Kann man von meiner Seite dann auch aus, zum Beispiel wenn wir live sind, halt zum Beispiel, muss man halt nicht machen, aber es hat, mal hinschreiben, zum Beispiel Hotwatch Legacy, Part 8 und dann kann man hinschreiben, Podcast, bla 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 oder, ja, eigentlich ist es scheißegal eigentlich. Willkürlich ist das. So, da bin ich wieder.
Sorry, ich war da weg. Ja, jetzt da. Ich musste kurz die Welt retten, Freunde. Und? Eins wollte ich nur sagen, gell? Alkohol. Oh! Warte, ich nehme mal eine leere Flasche und eine volle. Prost. Also, können wir gerne machen, ja. Aber ich, wenn wir sowas machen, nicht mehr geht, irgendein Tag, ach komm, ich weißt du, was ich meine, du hast unter der Woche eh schon viel zu tun mit, also das hätte ich hier haben viel zu tun, aber Podcast, Stream bearbeiten, exportieren, bla bla bla. So, und dann müssen wir noch zusätzlich das sind als Podcast-Folge, wie auch immer, rausbringen. Ich würde da einfach einen Tag in der Woche nehmen. Hat jeder Zeit. Eine ganze Woche, also ich sag mal am Montag sowas gucken. Thema oder Mittwoch ein Thema aufzuschauen. Und sowas mal Quatsch drüber, dann kann man sich einfach mal Fern rausklicken. Und dann hat am Sonntag die Double gezockt. Und dann wieder Quatsch für das Thema. Auf diejenige, weil ich seine Meinung teilen möchte. Was sagst du dazu? Und was ist dann, wenn es gut läuft? Hast du keine Frage? Oh Mann. Naja, wenn man zum Beispiel, wenn es gut läuft mit mehreren Zuschauern, wo man dann zwei oder drei Tage mehr machen oder so. Nein, Mann. Okay. Warum so viel auf einmal? Nein, erstmal, wie du gesagt hast, einmal. Und dann, wenn es halt mehrere Zuschauer haben, dann dass man mehr machen können. Das hat die gemeint. Ob es sicher ist, sich da drin umzusehen? Weil sie machen auch große Streamer die ganze Zeit. Hallo Homura. Okay, erzähl du mal, danke, du hast noch gar nichts darüber erzählt. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was ich darüber großartig sagen soll. Wieso? Oh. Du sagst, das ist eine super Idee. Ja, auf der einen Seite verstehe ich es, auf der anderen denke ich mir, ja, solches. Im Grunde tun wir ja jetzt hier schon das gleiche machen, wie das, was wir dann vorhaben. Ja, oder nee. Oder sehe ich das falsch? Ja, nicht so richtig. Es geht eigentlich nur darum, was du jetzt für den Zuschauer sichtbar machst. Ich weiß ja nicht, zum Beispiel in der Beschreibung vom Titel vom Stream, ne? Dass man da dazu schreibt, keine Ahnung. Diskussionsrunde. Folge 1, keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Das ist das Einzige, was, keine Ahnung, jetzt nicht mit viel Arbeit verbunden ist. Madame Twiddle? Ihr Mann hatte recht. Die... Oh, wer? Sonst wüsste ich das auch. Weil extra oh, wieder was Mann starten, weißt du, was ich meine? Wir haben auch unendlich Zeit. Ja. Aber, keine Ahnung, wie viel Zeit es beansprucht. Aber wie gesagt, also meinetwegen können wir das schon gern machen. Wahrscheinlich alles, was ich dazu zu sagen habe. Und es ist jetzt nicht sonderlich schwer, sich irgendwas rauszusuchen, was einen gerade interessiert. Oder was in der Welt passiert ist oder sonst irgendwas, was anspricht.
Keine Ahnung. Oder sehe ich das komplett falsch? Nö. Das ist eine super Idee, weißt du, so kommen keine, so haben wir halt mehr Zuschauer und alles und so langweilen die Zuschauer sich halt nicht. Also. Und es ist auch nicht schwer, einfach irgendwas herausfinden, zum Beispiel Filme, Spiele, oder sonst so Kleinigkeiten, weißt du. Wo? Bei mir hat es letztes Mal super funktioniert. Da. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Und wenn man eine super Idee halt einfach. Orange Scooter, Orange Scooter. So, ich kann dann nicht fliegen, das ist ja. So, dann tue ich mal beim Spaceman reinschreiben. Hallo. Was geht ab? Ja moin. Endlich schreibt mal einer rein. So, nicht was viel geht ab und bei ist, dir so? Was ist denn hier die Dinger hier? Die muss ich ja machen. Die, was sind die hier? Wie was ich zahl? Muss ich einen, oh, einfach kaputt machen oder was? Okay. Und wie viele gibt es da davon? Ach so. Ja, dann kann ich es ja auch nicht sagen. Aber. Folge. Wie läuft's? Schon alles erledigt. Eine Superkiller HD. Alter, meine linke Nasenseite ist so dicht. 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 Ja. Von? Bon. Ich hab keine Ahnung. Ins Zentrum. Ach hier. Stimmt, von einem Drecksack da unten. Ja, nicht, dass du krank wirst, Digga. Er ist auch schon krank. Muss Tee trinken. Wer ist krank? Du? Ja, Mai. Schafft man sich schon weg. Mai, April, Mai, Juli, 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 August, September, Oktober, November. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Nice. Siehst du, Leute, es war einfach wirklich. Oh, da steigen welche dran. Oder lassen wir die Drachen steigen. So, und jetzt habe ich es. Ach Kai, das kann passieren, gell? Ich weiß ja nicht, ob du davon betroffen bist. Ich weiß es auch nicht. Ich habe noch nicht mein restliches Geld gekriegt. Aber das ist ein Aushang an der Scheibe, dass es, das, ich weiß nicht, wie sowas passieren kann. Die haben den Weihnachtsbonus bei manchen doppelt ausbezahlt, gell? Das kriegst du im nächsten Monat abgezogen, also weniger, ne? Ich muss mal kurz an die Tür. So scheiße.
Ja, ich weiß ja nicht mal, ich habe ja nicht mal, ich krieg ja nicht mal ein Ding. So. Monatsdinge, wo ich mein Dings von 1000 Mal abgegeben habe. Meine E-Mail-Adresse. Von letzten Monat fehlt noch und von diesem Monat fehlt noch. Habe ich schon 100 Mal schon gesagt. Ja, und jetzt? Ja, ich brauche das dann irgendwann wieder. Ich brauche das dann, weil ich irgendwann braucht es dann mein Betreuer, mein Gesetzlicher, und dann muss ich es abgeben, dass ich Weiterbewilligung kriege. Ah, okay. Sonst kriege ich dann nicht mehr bezahlt und dann bin ich draußen von beim Betreuer sozusagen. Ja, das wäre mal gut endlich, ja. Nee. Ich verstehe es nicht, warum man unter der Woche saufen muss. Ja, auch nicht, Mann. Verstehe ich überhaupt nicht. Also das Alkohol ist für die Menschlichkeit sehr, sehr bitter. Weil Alkohol ist schlimmer als was ist schlimmer, Bier oder Wein. Also das ist ja das. Wein. Warum Wein? Wein hat mehr Alkohol. Ja, du kannst ja Alkohol von Wein ja weg runter machen, weißt du? Der magische Vogel, der bei Gefahr verschwinden kann. Dann spielt es keine Rolle. Und damals im Mittelalter war ja Bier so eine Art Ersatz für Wasser. Weißt du? Und da war viel weniger Alkohol drinnen als wie jetzt. Ich halte nach einem großen weißen Derrick Hall Ausschau. Oh, danke. Und noch etwas. Und wer hat dann das Bier erfunden? Seien Sie bereit, sie zu verfolgen. Manchmal frage ich mich, ob sie das nicht sogar genießt. Hallo? Ich sollte wohl nach Gwenaira Ausschau halten. Hallo? Yo. Hello, my friend. Very nice. Da ist wie so ein Verkäufer. So einmal. Zweimal. What's up, man? Ich hab die gefragt, wer. Das ist der Derrick Hall Bau. Aber Miss Moffat sagte, Gwenaira taucht nur nachts auf. Ja, ja, later, later, I follow you. Also, Follower und Followers hat er gesagt, oder was? Nice. Ja, schaut so aus. Das ist Hey Digga, warum haben die ab von mir? Was soll das? Sind die tot oder was? Ne, hier ist einer. Das muss ich anders machen. So. So einmal. Ich tue dir nichts. Wird mir halt nicht angezeigt.
Und dann zweimal. So. Easy geklärt hier. Jetzt habe ich Dos Tres Cuatro. Oh, thank you for your follow. Das ist ja Matze, gell? Das ist Matze. Natürlich. Oder TV. Er was meins. Da, wir haben doch geredet über Alkohol. Ja. So, und ich habe dir eine Frage gestellt. Wer hat's erfunden? Wie die Schweizer. Ricola. Bier gab's schon im Mittelalter bei die Römer und alles auch noch. Römer gab's wahrscheinlich nur Wein und so, gell? Und Bier hat tatsächlich die Ägypten erfunden. Ja. Aber Kleopatra mochte schon immer nur Bier. Dann war die ja, da war sie ja bestimmt tausendmal besoffen, oder? Oder war da minimales Alkohol? Weiß ich nicht. Das muss der Diracol-Bau sein, den Miss Moffat erwähnt hat. Also wo ist Gwenaira? Lass mich doch hier. Retesinaria, habe ich doch. Turmtunnel. Zum Wohle, gell? Asinaira. Aber Cleopatra hat ja bestimmt, die hat ja auch in Milch gebadet. Ja. Die hat sogar eine, nicht eine Badewanne, sondern ein Whirlpool oder Schwimmpool hat die da voll geballert. Und es war nicht eine normale Milch. Weißt du, was für eine Milch das war? Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Von Tiger. Muss ich mal geben, ey, wie viel Tiger die dann hatte. Miss Moffat, ich hab... nicht. So, fertig, Endmission.
Ja, schön. So, aber ich bin immer noch nicht 34. Mir fehlt warst nur du nicht schwarz gekleidet? Ja, ich war schwarz verkleidet und jetzt bin ich braun. Ich kann leider die Farbe von diesem Anzug nicht ändern. Finde ein bisschen schade. Ja, wir müssen so ein bisschen mehr reden miteinander. Was kommt als nächstes? Rot, grün, blau, gelb. Ich mache ja gerade eine Quest, ich habe die Spinnen verkloppt und bin froh, dass ich nicht gestorben bin. Und du lässt schon meinen Stream laufen nebenzu, oder? Ja. Irgendwo ist ein bisschen leise drin, ich höre mich selber. Nein, ich bin's nicht. Ach so, okay. Ich hab alles aus. Das ist der Domi, der Nonne. Kode, da kannst du ganz viel reden und fluchen. Ah, fluchen, Digga, wegen Fluchen, Alter. Da muss man schon ein bisschen Acht geben, weil Fluchen ist einfach nicht gut. Was fluchen? Ja, ihr habt mich halt wieder aufgeregt. Ich hab mich halt wieder aufgeregt und wieder rumgeschrieben, wie so ein Vollidiot. Ein Euro spenden. Hallo Homura. Nervig trifft's gut, ja. Wir haben einen Kasten Bier bekommen, Geld einsaufen, yeah. Der Alkoholiker halt. Also ich denke schon, dass die Leute einfach nicht einfach so, wie soll ich das sagen, wegen die ZUTPT-Scheiße da, wegen die Filmemacherei da, Kacke da, finde ich schon eine Scheiße, ganz ehrlich. Du findest es scheiße, ich find's gut. Ach so, dass sie da Filme machen mit ZUTPT oder was? Beste, natürlich. Ja, warum? Warum? Ja, hat einfach nur Vorteile, einfach nur Vorteile. Ja, Vorteile warum, dass sie nie aufsterben können oder was? Jeder beschissene Film kann in jeder x-beliebigen Sprache ohne Mehrarbeit produziert werden. Super. Ja, ist doch trotzdem scheiße. Na, dann brauchst du ja nicht mehr ein Star werden, dann können die Leute kein Star mehr werden. Ja, ist noch besser. Dann kannst du und ich Filme drehen, dann braucht man keine Stars. Ja, Digga, dann nimm ich gleich ZUTPT. Nee, Digga, ich find's scheiße. Du kannst es da nicht anfassen, riechen oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur. Was willst du denn riechen? Die Stars zum Beispiel. Ja? Oder mal die Hand schütteln oder ein Autogramm oder sowas zu bekommen oder sowas. Dann ist es ja. Trotzdem. Ja, war es ZUTPT? Roboter-Unterschreibung, Scheiße oder Baby. Was? Hallo, Madame. Bis jetzt werden die ganzen Filme doch nur mit Unterstützung produziert, Mensch. Muss schon nicht so rumweinen, aber die Leute haben Angst um ihren Arbeitsplatz, deswegen tun sie demonstrieren und wollen keine Filme drehen. Das sind alte Leute, die mit neuer Technik nicht klarkommen. Sorry. Ganz viele Schauspieler. Ja, natürlich jeder Mensch hat Angst, weil du dann arbeitslos sein könntest. Und dann ist halt schwer, eine neue Arbeit zu finden, weil du nur das gelernt hast. Und in Amerika gibt's hier kein arbeitsloses Zeug wie Hartz IV oder sowas. Ja, das ist schon nicht mein Problem. Natürlich. Weil du feierst es ja.
Livioso. Die Menschheit sollte mal klarkommen, dass die Technik vorangeht und das akzeptieren. Das ist meine Meinung dazu. Ja, aber dann kommt dann Cyborgs kommen dann und dann das muss das Schloss tut dann sein, die Welt ist. So wie komme ich hinein? Cyborgs-mäßig Roboter kommen dann in die Welt. Und dann haben wir Armageddon, Digga. Ach, Schmarrn. Schau mal nach oben. Ins Zentrum. Das ist doch nicht mal mein Tee. Ja, was machst du denn noch jetzt? Du warst wohl. Was macht er denn da drinnen? Hier ist einer der Altäre, die Professor Treveni. Der war gut. Ja, meine Betreuung, die lasst mir momentan nicht Ruhe, Alter. Die kotzt mir langsam an. Wieso das? Ja, die ruft mich die ganze Zeit an, Alter. So, wieder am Start, meine Fresse, ey. Und was will sie? Ja, ja, ich weiß nicht. Mich nerven. Ja, ich hab so ein bisschen ausgefragt. Was? Wovon redest du? Ja, dieses Switchen zwischen Border Collie und Schäferhund. Was sie jetzt hat, so wie sie den Schäferhund handeln würde. Weil ich ein paar Sachen rausgelockt. Komm, spring! Geil. Verstehst du? Okay. Alter, danke fürs Gespräch, du Arsch. Ich war gerade auf keinem Gespräch. Achso, ich hab doch, du hast mich gefragt. Nein. So ein traurig wirkender Arsch. Aber lässt mir einfach labern. Ja. Du bist ein Zöpfel, Alter. Macht mich jetzt zum Lackaufen, hey. Zum Lackierer? Und antwortet nicht mal, was willst du?
Ey, bei dir steht ein Netzwerkfehler ist aufgetreten. Wie Bro. Ja, bei dir im Stream. Weil ja, das Problem ist so, weil ich Nein gesagt habe. Weißt du? Und die hat halt so ein Problem, dass sie mit. Das Problem nicht meins, es läuft. Einwandfrei. Dass sie mit Nein nicht klarkommt. Weißt du? Ja. Hä, aber wie kann das sein? Also, ich mal F5 regelt. Ja, richtig. Ja, die kommt nicht klar mit dem Nein. Ja. Ja. So, was sagst du denn Nein? Ja, zum Beispiel, war es so gewesen. Ach du Scheiße, hier hängt es. Das war so gewesen, weil man ja bei meinem Garten, dass man ja so immer noch das Vogelhaus. Ja genau, immer noch das Vogelhaus. Ah, ja. So. Und dann habe ich halt Nein gesagt. So. Ja, und dann Hexengrab. Und dann haben wir halt da so gesagt, dass wir so Essen für die Vögel was machen. Weißt du? So. So. Aber komm. Für die Vögel so Essen machen. Ich hab sogar einen Kasten Engelbräu. Hast du gehört, Donkey? Dann komm vorbei. Und dann haben Leute sich wollten mitmachen, weil das ja selbst mitmachen ist und selbst machen und sowas, Vogel essen und sowas, weißt du? Und dann schreibt sie mir halt gestern oder Montag, die haben das jetzt anders gemacht, ob ich da mitgehen möchte oder sonst irgendwie. Die hat mir halt eine E-Mail geschrieben, ob ich mitmachen möchte. Aber ich habe ja einen anderen Termin gehabt mit meiner Betreuerin, um ins Kino zu gehen. Und dann hat sie mich gestern angerufen und heute hat sie mich angerufen. Das nervt mich einfach, Digga. Ich soll mir einfach in Ruhe lassen und fertig. Wenn es Nein heißt, dann heißt es Nein und fertig. Wir müssen ja nicht mal da reinreden. Ganz einfach. Es ist immer dasselbe bei ihr. Wenn Nein heißt, heißt es Nein. Und dann ein paar Monate später versucht es immer wieder, das reinzureden oder sonst irgendwie. Und sowas ist einfach nicht okay, weißt du? Oh, es ist alles, was du hast. Abracadabra, weg bist du. Headset leer oder wie? Ja, gut. Bei Merlins Bad. Ja, nix. Wenn ich den Schätzen folge, finde ich den Niffler. Ja,
Was kriege ich das nicht kaputt? Ach so. Ja, da bin ich jetzt, wo der Dings nicht klar gekommen ist, der Mike. Oh mein Gott, war so schwer. Oh mein Gott, Mike. Okay, und was muss da rein? Ein Feuer. Ja, Digga, ist ja easy. Ja, Mike, was ist das Problem, Mike? Oh, weh. Wo ist das? Da oben wahrscheinlich. Das Feuer. Ey, der war unfair. Achso, das kann man gar nicht. Ah, okay. Der geht nicht. Dann... Der ist doch da drinnen, Alter. Alter, bin ich blind. Oh, ich bin ja fast tot. Oh, okay. Da ist noch was. Aber wo? Unten, ja, unten, ja, da kommen wir noch nicht hin. So. Luras. Komm, trink! Oh, noch mehr Aschwinderinnen. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Bewegen. Was soll ich denn?
Oh yeah, baby. Ist das wieder ein Magierkampf? So zu sagen, ja. Mach Avada Kedavra. Wow, ihr zwei getötet auf einmal. Das war ja geil. Hier ist ein Blatt. Hier ist Feuer. Doch hier ist schon mal. Ach hier. Hier ist nochmal Feuer. Wingardium Leviosa. Allo, Mora. Hä, die Glocke schon wieder? Die Glocke habe ich doch schon gemacht, Digga. Eine Schatzkarte? Bin ich jetzt auch Zauberer? Nö. Mit wem schwätzt du eigentlich? Ne, ich bin live. Hallo? Ach so. Ich habe Zuschauer, die mich schreiben. Mit seinen Gedankengesicht mit Freudentränen. Mit meinen Gedanken, ja. Du führst Selbstgespräche. Das ist alles eine Illusion. Ilusionista. ¿Por qué no? Las cosas son muy terribles. Lo que tú ustedes están hablando. So, eins fehlt noch. Und wo ist der? Da oben. Wie komme ich da hoch? Ganz einfach. Einfach hier hochklettern. Geht nicht. Scheiße. Nein. Bleib du hier. Irgendwo muss nur eine Kiste versteckt sein. Ui, bin ich gut. Ich will liken, aber es gibt keinen Like-Button. Wenn du schreiben tust, das ist ein wie ein Like. Ins Zentrum. Einfach schreiben, dann. Ach, wenn ich den dir vielleicht in die Finger kriege. Ist dasselbe wie. Wie ein Like-Button. Das glaubt Pum. Ich hoffe, Miss Coffee weiß meine Mühe zu schätzen. Und Zuschauer natürlich ist auch wie ein Like-Button. Ist halt nicht so ähnlich wie YouTube, aber so fast. So, oh, scheiße, ich komm nicht raus, fuck.
So, da muss ich nicht mehr wieder hin. Schade, dass es nicht angezeigt wird, dass es schon fertig ist. Aber wahrscheinlich, wenn ich hier jetzt... ja, wo bin ich denn jetzt? Keine Ahnung. Ich denke mal. Ja, hier. Was? Sammlungstruhe? Nein! Ein Astronomiealtar. Ich sollte ihn bei Nacht nutzen können. Scheiße. Muss ich doch wieder runter. Weil kein Bock, dieselbe Scheiße zu machen. Ja, super. Wie komme ich wieder? Oh Mann. Es tut mir leid, meine Damen und Herren, dass es ein bisschen dauert. Das Problem, ich brauche die scheiß Kiste. Die ist da unten, genau hier unten. Wie komme ich da runter? Hier rein. Wahrscheinlich hier. Hier halte ich lieber die Augen auf. Nimmst du noch was? Habt ihr noch was am Stößer? Wie kriegst du auf die Pipi-Fresse? Mach doch die Tür auf! Hier. So, jetzt brauche ich es nicht mehr machen. Ich hoffe es. Ja, jetzt muss ich wieder raus. Dann kann ich gucken, ob ich das gemacht habe. Sí, señor. Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, ¿por qué no? El España ya no se dice España, sino España. Und du fragst dich, warum du auf die Fresse kriegst. Zum immer noch nicht die Sammlung. Oder ist es ein Haus hier drinnen? Diesen Astronomiealtar muss ich bei Dunkelheit verwenden. Nee, eigentlich nicht, meine Damen und Herren. Ich muss es. Da gibt's ja nochmal eine Truhe. Das ist doch ein lächerliches Spiel wieder hier. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando conmigo? Danke. En español se dice... en español se dice... Tonka. Ja, und jetzt? Las problemas tuyas son muy malas. ¿Por qué no dices nada? Sag mir gerade, ob du ein Problem hast. Hier, nimm mir die scheiß Kiste, Digga. Ah, okay. Wow, ich glaube, ich habe schon alles fertig. Alle Kisten der Welt. Ah, ne, da hinten ist ja nochmal eine. Nee. Ah, nee. Ich könnte wieder ausrasten hier. Ah, da ist die scheiß Kiste, Digga. Das ist so nervig, Alter. So nervig. Akio.
Prevelio. So, da geht's bergab. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall gleich raus, meine Freunde. Why? Ja, ich auch. Ja, ich mach die Mission noch schnell zu Ende. Und der Arbeitslose kriegt mal wieder warum. Ja, warum? Hier halte ich lieber die Augen offen. Rivelio. Ach, den habe ich gar nicht gesehen. Alter, wie dumm. Keine Ahnung, wie ich jetzt da runterkomme. Ich scheiß drauf. Mach ich bei nächstes Mal. Dos pasitos jugando a la cama, durmiendo a la cama. Schatz. Nur am Furzen oder was? Was soll das hier? Scheiß auf die Kiste, mal nächstes Mal. Ja, das heißt für mich, heute gibt es kein COD. Es tut mir leid, Killer AD, weil ihr vergessen, dass ich morgen arbeiten muss. So, wir haben hier bald wieder Wochenende, dann geht's los. Ja, du warst ja eh dauerhaft irgendwie frei und so weiter. Oder nee. Wo? Oder Wochenende. Wann? Und was, wo? Hm, wo? Und zack, weg mit dir, du Lümmel. Das Weihnachtsupdate haben die jetzt rausgemacht, warum das denn? Gut, dass ich finde schon, dass sie gut bin mittlerweile in dem Miss Spiel. Du? Ja, ich bin zufrieden mit dem. Wie ich spiel. Ja, ich kann die Mission machen. Nice. Endlich. Der Haupt
Pokal. Ich gehe jetzt noch in den Raum der Wünsche und dann. So, meine Damen und Herren, das ist, ich glaube, die letzte Mission, was ich hier noch machen muss. Wer weiß, was danach noch kommt. Hä, hey, wo geht's denn hier weiter? Geht's hier überhaupt weiter? Ach, hier muss ich Feuer reinmachen, ne? Und jetzt? Was soll das jetzt? Beim Zauber macht einen Schritt nach vorne und fällt runter. Das ist ja lächerlich. Was? Also dann probieren wir es halt nochmal. Okay. Dieses Jahr hat unsere Schülerschaft die Tapferkeit von Godric Gryffindor gezeigt. Beruhigen Sie sich. Die Loyalität von Helga Hufflepuff. Danke, danke. Und die Ambition von Slanazar Smith. Ja, nochmal, was geht am Wochenende? An welchem Tag? Freitag und Samstag. Wenn ich durfte. An beiden. Ja, einmal normales Geschäft und einmal Hundeschule. Es gibt jemanden mit unglaublichem Heldenmut während des Angriffs auf Hogwarts. Egal. Ganz zu schweigen von den ausgezeichneten Noten im Unterricht. Okay. Ja, gerade erst frisch zu uns gestoßen. Okay, kein P-Punkt, das gibt bei dir am Wochenende. Das scheint Zocken, nix, saufen, yeah. Sagen wir mal. Okay. Kommst vorbei, saufen halt hier nicht. Ja, was dann? Ich war kein sinnloses Saufen, Digga, mit dir. Ah. Ja. Danke, Professor Weasley. Wir haben wohl einen Gewinner. Alter, die kackt sich fast in der Hose, Alter. Was habe ich jetzt geschafft? Das Ende oder was von dem Spiel? Ich bin fertig! Nice! So, es gibt keine Missionen mehr. Aufträge mehr, die richtige Aufträge, die habe ich schon alle fertig. Es kommen jetzt nur noch die Nebenmissionen und sonst irgendwas. Aber die will ich ja natürlich weitermachen, wenn Platin. Wir sind ja die Platinisten. Oh. Wir. Ja, natürlich wir. Und dann, no, no. No, Senor.
Definitiv. No. Dann geh mal in deine Trophäen-Dings von so rein. You. Note. Dingsbumster. Sack, Alter. So, also Leute, du gehst so erstmal Raum der Wünsche. Mach ich Bumbi Bumbi. Bumbi Bumbi. Und dann mache ich dann aus, weil es dauert ja lange, bis sie sich gepaart haben. Weil ich muss ja Raum der Wünsche, muss ich mir ja auch eine Trophäe machen lassen. Also, erstmal geht so ein Buch. Dann geht da rein, geht da oben hin. Ich komme jetzt in Heim noch zurück zu Fix, Alter, und dann mach ich aus. Was holst du dir? Den Heim zurück. Ich glaube, ich muss nur noch den Troll hier packen, dann habe ich es. Ja, dann lassen wir uns erstmal schnell Bumpen Bumpen gehen. Bumpen Bumpen ist oben. Na, ja, oder unten, das weiß ich hier nicht mehr. Ich finde, Sie sollten stolz auf. So. Wir sind in der andere. Ich finde, Sie haben hier große Fortschritte gemacht. Alter, das war jetzt gerade aber ein Gemetzel die ganze Zeit. Spiele ich sogar kurzzeitig Kanyan, aber wie die Sau. Schon dachte, jetzt stürzt dann gleich das Game ab. Boah. Kruz! Egal, das ist doch. Fertig. Einwandfrei. So, jetzt gehen wir auch noch kurz in den Raum der Wünsche. Das ist nämlich eine gute Idee. Das immer zum Schluss und zum Anfang vom Spielen eigentlich zu machen.
Da kann man alles snacken, was gebraut ist und... Zack, zack, zack. So. Oh Scheiße. Und dann hier noch kurz identifizieren. Zwei gute Sachen am Start. Wir sagen alles nach und nach. So. Schönes Ding. So. Dann ziehen wir uns noch kurz um. Ah, da. Eins. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, na toll. Oh, Nummer 2. Das war's auch schon wieder. Ja. Okay. Ja, kannst du nochmal nicht so. Dann schauen wir mal, ob wir was verbessern können. Ja, okay, meine Freunde, dann speichern wir jetzt hier ab. Spiel speichern. Zum Wohle, muss ich sagen. So. 120 Stunden haben wir auf der Uhr. Das ist doch schön. In diesem Sinne wünsche ich euch einen angenehmen Abend und ein frohes neues Jahr. Dann speichere ich auch mal. Falsch. Mm-hmm.
So. Boah, ein paar Sachen ziehen sich aber schon, ey, echt. Wie meinst du das? Ja, zum Beispiel das mit der alten Magie, da hast du doch auch auf der Karte diese Symbole. Da musst du diese Dinge einsammeln. Oh, möglich, noch nicht gemacht, keine Ahnung. Noch kein einziges? Ich glaube nicht. Okay. Warum? War einfach doch voll den Kampf. Ich brauche die alte Magie nicht. Ich mache meine guten Kombos da rein, klatsch alle schön weg und fertig. Ehrlich gesagt, bis jetzt wird da. Okay. Mir noch nicht darüber großartig informiert. Muss ich gestehen. Okay. Sag ich mal, für die Gott. Wisst ihr, welche Probleme ich meistens habe eigentlich? Ich pass auf dich auf. Ich stream auf Twitch und dann sehe ich nicht auf Anhieb, welche ich schon exportiert habe und welche nicht. Da musst du dann genau die Zeiten entnehmen. Deswegen importiere ich immer direkt gleich nach dem Streamen, dass ich das nicht habe. Ja, ich schaue immer mein letztes YouTube-Video dann an. Macht es ja auch immer so, wie du gleich auch gleich exportieren. Schön, ich kann das noch nicht, leider wie ihr. Warum? Ja, du hast doch einen Laptop. Ja, der Laptop ist auch nicht immer verfügbar. Das ist halt schlecht. Tana guckt da drauf Serie, wenn ich am Zocken bin und der Fernseher belegt ist. Tja, so ist das, wenn man noch ein anderes Leben hat. Ach. Tu nicht so. Ich darf so tun und ich kann so tun, verdammt. Ich kann genauso tun. Mach. Ne, habe ich nicht nötig, so wie du. Jetzt schauen wir mal. Und tun wir nochmal auf gleich, wenn die drüben sind gescheit. Ja, super. Okay, Leute, ich wünsche euch was. Na? Jo, ich dir auch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, meine Damen und Herren, ich mache jetzt aus für heute. Danke für die Zuschauer. Wunderbar, warst du wieder unterwegs. Und ich gehe jetzt morgen wieder arbeiten. Ich werde dann morgen nach der Arbeit wieder live kommen. Und wir sehen auch halt, wie es weiterläuft mit unseren Gaming-Situationen. Wo ist er mit dem Gesang? Trophäe, alle guten Dinge sind drei. Nice, sa, daisa. Ah,
Das Problem, ich weiß nicht, ob es mein Handschuh ist. Boah, hab ich ein Schwein gehabt, das ist mein Handschuh. Auf Level 3, das ist ja geil. Wir haben sehr viel geschafft miteinander. Aber mich noch nicht fertig, weil ich muss noch so viel machen. Ich muss noch die alle noch machen. Fragenzeichen mäßig, vielleicht kommen die alle noch. Du musst alles auf 100%ig haben. Naja, ich bin mal weg. Hau rein, bis morgen früh. Jo, gut nicht lange. Servus. Du musst alle frei haben. Alle musst du frei haben. Und wenn du die alle frei hast, dann hast du Platin. Du musst alle haben. Ja. Aber nach und nach kriegst du das dann alles schon. Die musst du alle frei machen. Alle musst du frei machen. Ja. Und so Leute, ich wünsche euch noch was. Ich gehe jetzt schlafen. Ich habe vielleicht noch mal einen kleinen Film an oder so. Das muss ich auch noch machen, den hier. Das hier muss ich auch noch abgeben. Na guck mal, ich habe schon 12 Stück. Das machen wir dann auch dann zusammen. So Leute, ich wünsche euch noch was. Servus Kaipi One. Lasst gerne ein Abo da und ein Like und komm einfach mal vorbei zu Twitch. Und abonniert mir gerne auch bei Twitch. Und ja genau, dann haut's rein. Servus, Peace Leute.